Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii Online. Und das nächste Rennen beginnt auch schon. Und das Rennen wird vorbereitet, gerade aus der letzten Folge raus und schon die nächste. Und jetzt sind wir auch relativ viele, ich wollte schon wenig sagen. Gerade eben waren wir wenig, nur mit ein paar Mann hier auf der Strecke. Jetzt auf jeden Fall wieder die Pilzschlucht. Und es war die letzten Momente, also die letzten Rennen, die waren so dramatisch, dass ich kaum sprechen kann. Das ist... Ah, Mann... Irgendwie habe ich gerade so ein Pech und ich hatte schon immer bei Mario Kart Pech, dass man es kaum glauben kann, dass es kaum die Möglichkeit ist. Ich sehe hier zwar die Pilzschlucht, die mir Hoffnung gibt. Ja, komm, kein Regenbogen Boulevard, tu mir das nicht an. Wow, Waluigi's Arena. Ah. Das hört sich doch schon mal gut an, mehr oder weniger. Jedenfalls eine Strecke, wo ich schon mal Erster wurde. Das kommt relativ selten vor. So. Was war das? Was war... Hä? Hallo? Was war das denn bitteschön? Zwei blaue Panzer am An... Hä? Was war das denn bitteschön? Ich verstehe es nicht. Ist etwa... Was passiert denn hier? Hallo? Da ist schon wieder ein blauer Panzer eingestürzt. Ist hier jemand am Cheaten? Mir will jemand helfen, oder was? Kommt der Engel von Nintendo auf mich zugeleitet und gibt mir die Macht zu gewinnen. So. Bin hier durch. Auch wenn ich nicht driften kann. Und mir leider hier sämtliche Sachen... Was ist das denn? Wieso kommen hier nur blaue Panzer? Mein Name ist gar nicht Paul Panzer. Der Nächste! Was soll das denn? Alter! Also... Das ist doch nicht normal. Und ich kenne auch irgendwie kein Rennen von Mario, wo das üblich ist. Das ist doch Verarsche. War ein Erster. Und jetzt sind wir Siebter. Boah, das kann doch nicht sein. Naja, aufrappeln. Ja, und jetzt kriegt der Erste nichts mehr ab, ey. Ist doch klar. Ach, schon Schlamm befreien. Das ist gerade so mysteriös und ich bin gerade so enttäuscht, dass ich kaum irgendwie was sagen kann. So, komm schon. Das muss doch was werden hier. Ja. Komm schon. Auf jeden Fall. Ja, das sieht jetzt ziemlich blöd aus, ich weiß. Yes. Ja, das war ziemlich blöd. Mehr als das. So, den Ersten nicht überholt. Ich überlege mir gerade, ob ich einen Singleplayer Mario Kart LP machen soll noch. In der Woche. Um ein bisschen zu üben. Da kommt mir gerade die Idee, hier mal nachzufragen, wie ihr die Idee findet. Denn ich würde es relativ gut finden. Kann ich hier noch ein bisschen üben. Und dann spielen wir online am Freitag. Aber dann würde ziemlich viel Mario Kart auf meinen Kanal kommen. Nein! Das ist das vierte Rennen. Und das vierte Mal nicht durchs Ziel gekommen. Und wir waren ein paar Millimeter dran. Also... Also das ist nicht so fast ein 11 Spieler im nächsten Rennen, aber das sind spektakuläre hier Filmaufnahmen. Das sollte man immer mal im Museum preisgeben, aber ich glaube, niemand will es sehen. So, Rennen wir vorbereitet. Die Legende von Mario Kart und wir spielen sie durch. Wir haben sie miterlebt. So, komm schon! Pilzschlucht! An erster Stelle... Nochmal Pilzschlucht. Also die Chance ist bisher 100%. Jetzt nicht mehr. Na, jetzt schon wieder ein bisschen höher. Ja, das sieht schon super aus. Ja, nochmals. Ja, nochmal die Pilzschlucht. Dankeschön. Da nochmal die Pilzschlucht. Und Browsers Festung am Ende. Am Ende Gelände. Nein, komm schon.
Jedes Mal bei Pilzschlucht, dann kurz die Hoffnung und dann wird man doch wieder enttäuscht. So, Wilk-LP am Start. Auf jeden. Dry. Hä? Was ist das denn? Liebe Leute, ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber irgendwas stimmt doch hier nicht. Also da schon der nächste blaue Panzer. Boah, das ist doch nicht zu fassen. Der nächste blaue Panzer, ja sicherlich. Ihr wollt mich doch verkohlen. Ah, das hat doch auch voll weh. Da bin ich tatsächlich gerade mit der Glühfernbedienung, wollte ich gerade hochgehen und dann voll gegen meinen Tisch und das tut gerade saumäßig weh. Deshalb kurz ein Ah-Schrei müsste ich einmal machen. So, wartet. Ah, ich bin ein Pirat. So, nein. Ja, sicherlich. Was ist das denn? Ich kenne dieses Add-on nicht. Nein. Und ich will es auch gar nicht kennen. Das ist der Höhepunkt der Schäbigkeit. Hä? Hä? Wieso bin ich jetzt Erster? Die Verbindung wurde getrennt. Hä? Gott, oh Gott, oh Gott. Wurde von den anderen jetzt das auch getrennt, oder? Wo ist Eleonora? Hier vorne. Freund treffen natürlich. Mario. Und Matchball, also mysteriöse Umstände hier. Und wieso wurde ich jetzt rausgekickt? Wilk-LP. Irgendjemand anders. Nochmal Schocker. Eleonor. Poke-Pock. Corbin. Und Japaner irgendwas. Ich bin gerade fassungslos und... Einen Moment bitte, ja, komm schon. Also, ich weiß nicht, was los war. Und wie sich jetzt schon wieder die Verbindung getrennt wurde. Obwohl ich ja eigentlich noch Internetverbindung super hab hier. Das ist echt mysteriös und... Ja, da sind die Feinde am Spielen. Und das ist ja nochmal Browsers Festung. Was macht Eleonor? Hier läuft ja noch alles super, aber was war das gerade eben? Hä? Guck mal. Sie wurde irgendwie nach hinten geschubst. Hm. Immer stimmt hier nicht. Schalten die gerade hier die Mario Kart Server ab, oder... Ich bin noch am Spielen. Ich hoffe, alle sind drin geblieben. Kurios und skurril. Gott, also ein Phänomen, was ich noch nicht erlebt habe. Wir sollen warten. Ich langsam verstehe es, ja. Die Ladezeiten sind immer sehr lang. Deshalb nehme ich auch 20 Minuten Mario Kart auf, da das jetzt ziemlich nerven kann. So. Ladebildschirm. Wenn du dich so langsam mal dazu bequemen würdest, wenigstens mal dein Gesicht zu zeigen... Kommt schon. Bitte. 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 Ja, ich habe Geduld und ich warte eigentlich auch gerne. Und währenddessen kann ich, glaube ich, mal die Zeit nutzen, um zu sagen, wenn du mein Freundeskonto noch nicht hast und gerne mitspielen möchtest, dann schicke mir einfach als Kommentar oder als private Nachricht. Meinen findest du in der Videobeschreibung und dann füge ich dich hinzu. Wenn ich mich selber hinzufügen würde, wäre das ja ein bisschen schlecht. Und was passiert jetzt hier? Ich glaube, das Problem liegt tatsächlich beim Server. Jetzt kann ich Eleonor auch gar nicht mehr treffen. Was ist das für ein Bullshit? Also, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Und es ist auch kein technisches Problem. Kein technisches Problem. Und da sind alle wieder. War das mal ein Mist. Das war richtig mies. Pilzschlucht auf jeden. Ich bin immer glücklich, wenn Pilzschlucht dabei ist. Vielleicht wurde ja so oft Pilzschlucht gewählt, dass das Spiel jetzt irgendwie verbuggt ist. Vielleicht war das ja irgendwie eine Kombination.
Ist da immer was Besonderes passiert? Echt, also, wie nenne ich denn bitte schon die Folge? Irgendwas Cooles muss das sein. Ja, dann nochmal die Pilzschlucht. Das freut mich, dankeschön. Irgendwas Mysteriöses müssen wir als Titel nehmen. Die Illuminatis schleichen sich bei Mario Kart ein. Das wäre doch mal optimal. Da schon wieder! Was ist das denn, bitteschön? Leute! Spielt da Adam mit oder Administrator irgendwie hier so dabei? Der Mario Kart Erfinder? Der kann hier besondere Sachen machen? Oder Nintendo? Ja, Nintendo spielt direkt mit. Ja, da wollen die gerade ausmachen, wer den Geschirrspüler ausräumt oder was? Mein Gott. Ist doch nicht die Möglichkeit. Ich fühle mich auch. Ja, schon das nächste Häppchen hier. Fühle ich mich gerade auch ein bisschen verarscht. Also, ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Ich will hier in Ruhe Mario Kart spielen. Wir wollen in Ruhe Mario Kart spielen. Und dann schon wieder sowas. Hallo? Hello? Das ist wirklich der größte Mist, den ich jemals gesehen habe. Echt, und da geht nichts drüber. Ja doch. Power Rangers gehen auch darüber. Aber sonst... Sonst ist Schluss. Schicht im Schacht. So, weiter geht's. Auf jeden. So, komm schon. Hier nochmal. Und bloß nicht runterfallen. Ah, das wird knapp. Doch nicht. Wir sind durch. Zwar noch nicht mit dem Rennen. Aber ich bin glücklich. Und irgendwas stimmt hier doch nicht. Ne, was sagst du dazu? Nix. Oh, schade. Jedenfalls dem Bike mal eine Chance gegeben. Ja, da kriegen wir was. So. Jetzt haben wir zwar ein paar Pilze. Die werden uns auch helfen. So. Wenn wir jetzt hier noch was Gutes bekommen, dann würde ich mich sehr freuen. Ja, nochmal drei Pilze. Immer dasselbe. Immer. Soll ich mich hier irgendwie anders nennen oder sowas? Darf ich niemals Wilke LP spielen? Muss ich jetzt hier Barbara Schöneberger heißen oder irgendwie sowas? Das ist wirklich absoluter Bullshit, was hier gerade abgeht. Gott, oh Gott, oh Gott. Tut mir leid für die... Obwohl, wir sind durchs Ziel gekommen, wir sind durchs Ziel gekommen. Ich bin glücklich. Aber sowas, das habe ich noch nicht erlebt. Das ist ja... Das ist wirklich spektakulär und irgendwie... Ja, wollen die uns vertreiben, Mario Kart? Also, wir können hier rundum diskutieren und ich verstehe wirklich gar nichts. Bitte warten, ja, es... Das ist nicht die Wirklichkeit. Wahrscheinlich ist es irgendwas im Spiel, was so sein soll, was ich aber nicht kenne. Und jetzt lässt sich darüber und alle anderen wissen, was da abgeht. Und ich finde das einfach nur mysteriös. Ich kenne das nicht und was man nicht kennt, ist dann auch komisch. Vielleicht auch eine Überlastung auf die Pilzschlucht. Trotz allem, jetzt habe ich mein Ziel verfehlt. Ich will Erster werden. Jetzt in diesem Rennen. Auch wenn wieder da irgendwie der blaue Panzer wieder vorbeikommt und uns da sämtlich die Suppe versalzt. Nochmal Pilzschlucht. Das ist eine feine Sache. Aber jetzt bitte schon vernünftig, Mario Kart. Sonst bin ich traurig. Auf geht's. 3, 2. Oder steht da vorne was irgendwie? Steht auf Verus-Rennen oder nicht? Gerade als das Rennen angezeigt wurde, stand da irgendwie Super Saiyajin Mario Kart Treffen. Um die Weltmeisterkrone. Der Elite. Aber wie ich mich qualifiziert habe, weiß ich leider nicht. Das muss irgendwie anders gewesen sein. So. Zu Weltmeisterschaften gehen, ja sicherlich. Aber vielleicht hätte ich da mal Glück. Kann ja alles möglich sein, also. Aber da gibt es ja auch Leute, die dann spezielle Techniken haben. Für Mario Kart auch extra. Und da gibt es überhaupt eine Weltmeisterschaft? Ich glaube schon.
Ich kenne sie zwar nicht, aber ich kenne so viel nicht. Naja. Sollte uns auf jeden Fall nicht aufhalten und es ist normal gerade. Es ist wirklich normal. Es freut mich einfach nur, dass es gerade normal ist. Ich liebe die Normalität. Wahrscheinlich heißt das jetzt irgendwas anderes und irgendwas Blödes. Na gut. Normalität sollte eigentlich wahrscheinlich irgendwas am Ende, irgendwas Mittelaltermäßiges. Nicht normal. Wollt ihr eine Anspielung auf normal machen? Ja, du willst mich doch. Willst mir doch was hinschlickern? So, Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Bitte lieber, Genosse, fahr da doch einmal mal rein. Na komm, bleib mir weg mit deinem Stern. Das will doch niemand sehen. Das ist nicht wahr. Das kriegst du zurück. Also, ganz ehrlich, langsam reicht mir auch mal hier der Schweinebraten. So. Na Mann, der nächste Schweinebraten hier. So, mein Gott. Schweinebraten zu Schweinebraten, so. Nein. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Und da, vergeht mir auch ein bisschen die Lust auf Schweinebraten. Oh. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Schweinebraten gekommen bin. Und da falle ich schon wieder runter. Das ist... Das ist... Das ist nicht zu fassen. Hallo? Wieso verliere ich jetzt? So, ich weiß nicht. Das ist turbulent und ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gutes WLAN hier und nichts klappt. Komm schon, ich treffe ihn nochmal. Freunde treffen auf jeden Mario und mit dem leckeren Matchbike und damit auf jeden Fall auf Automatik und wir können uns nicht treffen. Ich soll es später nochmal probieren, aber... Na komm schon, aber Salem, kann ich dich treffen? Jetzt auch nicht. Ist doch der Höhepunkt. Wieso fliege ich denn da raus? Das ist... Ich glaube, liebe Leute, ich habe keinen Plan, was los ist. Meine Internetverbindung ist super. Gerade. Und ja, so, mein Handy zeigt super Werte an. Und deshalb... Na gut. Ist gerade alles ein bisschen mysteriös und ich habe keinen Plan, was hier abgeht. Und, naja, auch ein bisschen spektakulär und spannend gerade. Also, ich versuche es mal herauszufinden, was hier los war. Vielleicht hat das ja ihm ja auch alles seinen Sinn gehabt. Was ich dann so eher weniger glaube. Naja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Da muss ich jetzt hier schon bei 18 Minuten die Folge beenden. Natürlich bedanke ich mich dann auch an die Leute, die hier mitgemacht haben. Danke an euch alle. Auch wenn ihr gerade noch spielen könnt, wo irgendwie der Server bei mir abgeschmiert ist. Komisch. Naja, dann noch einen wunderschönen Abend heute. Ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Und über einen Daumen hoch würde ich mich trotz allem freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann, erstmal ciao.